Fußball. Ach, du schneidest es schon zusammen. Angekommen bin ich sehr gut, bin sehr gut aufgenommen worden von den Spielern. Herrscht wirklich ein sehr gutes Klima. Und ja, momentan lebe ich noch im Hotel, habe aber schon ein Haus gefunden, das wir dann bald beziehen können und dann kann auch endlich meine Familie nachkommen. Ja, der Eindruck von der Stadt und von der Umgebung ist sehr schön, aber es ist ja, sage ich mal, überregional bekannt, dass hier gerade die Ecke um Wiesbaden und hier in Taunusstein sehr, sehr gut zu leben ist, dass sehr schöne Ecken hat und deswegen hat sich mein Eindruck einfach nur bestätigt und es ist wirklich eine sehr schöne Gegend hier. Ja, die Perspektive, die ich hier im Verein gesehen habe, das große Potenzial, was auch der Verein hat, wenn man gerade hier die Trainingsbedingungen sieht, die sind ja wirklich erstligareif. Und ich hatte zudem sehr gute Gespräche mit dem Trainer und mit dem Sportdirektor und deswegen habe ich mich für BMW Wiesbaden entschieden. Also ich bin auf jeden Fall ein Zentrumsspieler, kein Außenbahnspieler. Ich habe im Zentrum schon sehr viele Positionen gespielt, kann sowohl vorne drin spielen als auch dahinter, aber auch schon in der Vergangenheit sogar auf der 6 oder auf der 8 gespielt. Ich selbst sehe mich am liebsten eigentlich auf der 10, so ein bisschen hängend, aber wie gesagt, im Zentrum sind eigentlich viele Möglichkeiten. Also meine Heimat ist Bodelstadt in Oberfranken, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bamberg. Angefangen habe ich mit 5 Jahren beim SV Memmelsdorf, weil ich einfach sehr viel Spaß hatte an Fußball, schon in frühen Jahren sehr viel Fußball gesehen habe schon, immer mit dem Vater auf dem Fußballplatz gewesen und ja, dadurch kam ich dann auch selbst zum Fußball und bin dann von Memmelsdorf, als ich ca. 12 Jahre alt war, zu Eintracht Bamberg gewechselt, das war dann schon ein bisschen größerer Verein bei uns in der Gegend. Hab da ein paar Jahre noch die Jugend durchlaufen und bin dann im Alter von 17 Jahren zur A-Jugend von Greuther Fürth gewechselt und wurde dann auch letztendlich da Profi mit 19 und habe da so meine ersten Profi-Erfahrungen gesammelt. Da ich 2 Kinder habe, verbringe ich sehr viel Zeit mit ihnen natürlich, sehr viel Zeit mit meiner kompletten Familie, bin wirklich ein Familienmensch, macht mir sehr viel Freude. Und da bleibt nicht mehr viel Zeit für andere Hobbys. So, wenn ich nicht auf dem Fußballplatz stehe, dann verbringe ich eigentlich die meiste Zeit eben mit ihnen. Und wenn dann doch mal ein bisschen mehr Zeit noch ist, dann gehe ich gerne mal mit meiner Freundin ins Kino. Aber wie gesagt, die meiste Zeit dreht sich wirklich jetzt um die Kinder. Persönlich treffen würde ich gerne mal Stefan Effenberg. Der hat mich als Kind sehr fasziniert, als Fußballer. Da habe ich gerade so meine Anfänge gehabt und habe da immer Bundesliga geschaut, die Zusammenfassungen und was Stefan Effenberg damals gerade im Trikot von Borussia Mönchengladbach geleistet hat, fand ich sensationell und den würde ich sehr gerne mal treffen. Also ich habe damals parallel zu meiner Zeit bei Greuther Fürth eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich irgendwie im kaufmännischen Bereich tätig wäre, wobei ich schon sagen muss, dass der Sport schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, dass ich mich bestimmt irgendwie in die Richtung Sport orientiert hätte und ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht so ins Management gehen würde. Ich würde dafür sorgen, dass die Kindergartengebühren abgeschafft werden. Zum einen haben wir zu wenig Kinder in Deutschland und zum anderen bin ich der Meinung, dass für viele Familien das eine finanzielle Belastung ist und aus diesem Grund würde ich da aktiv werden. Ja, meine persönlichen Ziele sind gerade nach meiner schwierigen Zeit, die ich jetzt zuletzt hatte wegen einer langen Verletzung, wieder auf dem Platz zu stehen, wieder regelmäßig zu spielen, viele Spiele zu machen, viele Tore zu schießen und das ist auf jeden Fall mein persönliches Ziel und das Ziel mit der Mannschaft ist ganz einfach, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Ich denke, es steckt sehr viel Potenzial in der Mannschaft und wir haben wirklich eine richtig gute Truppe. Das müssen wir jetzt Woche für Woche abrufen und dann haben wir sehr viel Spaß zusammen und können auch sehr erfolgreich sein. Letztendlich ist wirklich...